Wow, ihr Pferdenerds, und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Serenity Talks zum Thema Pferdeprofis, der ersten Folge mit Uwe Weinziel. Ich habe die Julia hier zu Gast, die in der ersten Folge dort mit teilgenommen hat. Und in diesem Video beziehen wir uns jetzt auf die Kritik, die an dieser Folge bzw. an der Arbeit halt ja, geübt wurde. Und im ersten Teil, da könnt ihr gerne vorbei schauen, wenn ihr vor allen Dingen noch wissen wollt, was das eigentlich alles drumherum passiert, wie läuft das ab, was hat Julia alles so erlebt und so weiter und so fort. Vorgeschichte währenddessen und danach. Und im dritten Teil geht es um den Shitstorm, der dann dahinter noch kam. Wir wollen uns hier aber um ja, sachliche und fachliche Kritik jetzt dann einmal kümmern. Und zwar haben wir uns beispielhaft Kommentare bzw. teilweise Videos rausgesucht und wollen jetzt darauf auch zusammen einmal eingehen. Einerseits, wie du das empfunden hast. Teilweise gibt es ja nochmal Hintergrundinfos dazu, wie es eigentlich lief. Und ich werde auch meinen Senf mal dazu geben, wie ich die Sache dazu sehe. Okay, gut, fangen wir gleich an, oder? Schauen wir rein. Schauen wir rein. So, zum ersten Kommentar. Er sagt, wir testen jetzt Respekt und Vertrauen, hat das Pferd aber erst seit ein paar Minuten das erste Mal in der Hand und ruckt ständig grob am Knotenhalfter rum. Respekt und Vertrauen muss man sich erarbeiten und braucht Zeit. Er ist einfach nur brutal und gibt ihr nicht mal die Möglichkeit zu verstehen, was er will und auf feine Anfragen zu reagieren. Denn bei ihm gibt es keine feinen Anfragen. Unmöglich, der Typ. Und das Pferd tut mir einfach nur leid. Okay, also wenn ich das jetzt erstmal so lese, so okay, zum ersten Mal und geht da gleich so ruppig vor, das kann vielleicht auch so rüberkommen. So wie ich jetzt zum Beispiel arbeite, wenn jemand zu mir kommt mit seinem Problem, mit seinem Pferd, dann mache ich das so, dass ich mir das ansehe, was jetzt nun der Besitzer oder die Besitzerin halt mit dem Pferd erstmal genau für ein Problem hat und wie sich das halt alles zeigt und verhält. Und daran mache ich mir persönlich schon mal Punkte in meinem Kopf, so okay, das und das und das würde ich jetzt so und so und so machen. Schau mir das vielleicht einen Moment an und weiß dann auch schon grob, wie ich da vorgehen möchte. Von daher könnte ich mir jetzt persönlich vorstellen, dass da so der Eindruck entsteht, so, ha ja, wildfremdes Pferd, aber so ist es ja nun auch nicht, bei mir zumindest definitiv nicht, und hatte ich bei dir jetzt auch nicht den Eindruck, wie war es jetzt nun für dich? Also es war ja wirklich so, dass er sich vorher schon einen umfassenden Eindruck von dem Problem verschaffen konnte. Erstmal über die Kommunikation, die wir vorher hatten, bevor der Dreh überhaupt gestartet ist, dass ich ihm das Problem beschrieben habe und ja auch mehr als deutlich gemacht habe, dass ich auch nicht der Meinung bin, dass es ein Hängerproblem per se ist, sondern eben auch an meine Führungskompetenzen liegt. Und genau, zu dem Zeitpunkt war auch meine Trainerin, mit der ich ja schon einige Monate vorher gearbeitet habe, bei ihm vor Ort. Das heißt, auch da haben Gespräche stattgefunden. Also sie konnte ihm sagen, hey, ich kenne Julia, ich kenne die Sierra, an dem Punkt hakt's. Also es war jetzt nicht so, dass er überhaupt keine Ahnung hatte, was ihn da erwartet. Das heißt also, so ein bisschen so das allererste Kennenlernen konntet ihr auch so fern gestalten, dass er halt über die Informationen, die er von dir bekommen hat, sich schon mal ein Bild machen konnte, sodass das erste Mal in der Hand gar nicht so sehr das erste Mal in der Hand dann halt auch war. Ja. Dazu die Situation, die ihr jetzt nun in der ersten Folge vor allen Dingen hattet, was ja auch viel kritisiert wurde, war Ruck, dieser Schockmoment am Knotenhalfter, dass das Pferd wieder die Aufmerksamkeit zu dir bringt, ne? Also gab es großen Aufschrei dazu. Ich will hier an der Stelle das einmal insofern einordnen, dass es keine Situation war aus dem heiteren Himmel heraus, von wegen, ah oh ja, ich komme jetzt mal zum Pferd und ruck da einmal ran, sondern die Szenerie zeigte sich ja, was mache ich letztendlich in dem Moment, wo ein Pferd sagt, okay, ich hänge mich jetzt da rein und gehe halt gegen alles gegen. Wer das auch noch mal ein bisschen länger sehen will, in der ersten Folge gerne mal reinschauen. Was mache ich dann? So, da hast du ja selber auch eine Erfahrung tatsächlich machen können. Das hat man auch noch mal gesehen. Genau, er hatte mir ja auch dann erklärt, wie er da vorgeht, dass er eben gar nicht die ganze Zeit, sage ich mal, am Seil festhält, sondern dass er nachgibt und dann eben diesen Ruck macht, um überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil ein Pferd, was einfach nur weg will, ja, genau, um einfach eben die Aufmerksamkeit zu bekommen von ihr. Das, was halt an der Stelle
durchaus auch berechtigt kritisiert wird, das ist nur der eine Teil, der gezeigt wird. Ich für meinen Teil hätte zum Beispiel noch die Hinterhand zusätzlich weggeschickt oder zumindest auch mit daran gearbeitet, dass das Pferd darauf feiner reagiert. Dann, hey, wenn du jetzt einfach wegläufst, dann möchte ich aber auch trotzdem die Hinterhand weg und die Augen zu mir wieder haben. Hatte ich das Gefühl, es war verkürzt? Wie war es? Wurde daran mit auch gearbeitet? Also er hat auf jeden Fall das super thematisiert, auch dass wenn meine Füße stillstehen, dass das Pferd seine Füße auch stillstehen hat. Also dass eben dieses Spielchen, wer bewegt wen, stattgefunden hat, auch mit der Hinterhand verschieben. Also er hat öfters halt ihre Hinterhand rausgeschickt, sie gewendet und klar kann man das in 20 Minuten Sendezeit nur begrenzt abbilden. Genau. Also das ist, denke ich, auch etwas, was hier letztendlich wieder ein bisschen dieser, diesen 20 Minuten, wie du selber halt auch sagst, so geschuldet ist, dass es halt stark verkürzt nur dargestellt wird und dieser Erinnerungsruck natürlich kein ständiges Thema irgendwie war, sondern halt für diesen Durchbruch letztendlich, weil ihr euch ja da auch in diesen Verfahren, sage ich jetzt mal, festgefahren hattet, sage ich jetzt mal, weil sie aus diesem erlernten Muster nicht rauskam, ne, um da einen Cut zu setzen, um das da an der Stelle mal einzuordnen. Ja. Dann schauen wir mal in den nächsten Kommentar rein, nächster großer Kritikpunkt. Um Gottes Willen, es gibt Leute, die gucken sich das Verhalten bei euch ab. Ist euch das nicht bewusst? Wie kann man zeigen, wie sich jemand den Strick um die Hand wickelt? Sowas als Profi zu verkaufen ist fahrlässig. Großer Punkt, Strick um die Hand wickeln. Wie hast du es erlebt? Also das ist auf jeden Fall dem geschuldet, dass der Disclaimer gefehlt hat. Also vor Ort hat Uwe erklärt, dass er sich den Strick um die Hand wickelt, weil er Arthrose in den Händen hat und dadurch begrenzt zugreifen kann. Aber er hat für sich eine eigene Technik entwickelt, um es blitzschnell loslassen zu können, das Seil. Und also für den Zuschauer weckt es den Eindruck, als hätte er in dem Moment keine Ahnung, wie man ein Seil richtig hält. Aber das hat er uns ausdrücklich so gesagt und eben auch die Hintergründe dazu. Und dass wir das eben nicht so machen. Ja, das ist auch etwas, was ich zum Beispiel auch selber erlebt habe tatsächlich, dass er das halt auch so hält. Ich hatte ihn auch damals mal persönlich danach gefragt, wo er das eben auch mit der Arthrose erklärt hat. Und es ist halt letztendlich auch eine Technik, die aus einem Rüberlegen des Seils über den Arm entstanden ist, sodass letztendlich kein festes Wickeln oder Ähnliches da entsteht. Und er hat das für sich über Jahre letztendlich entwickelt, sodass er da auch gute Erfahrungen drin hat, aber er halt auch immer sagt, mach das nicht selber, sondern er macht das halt nur für sich. Da hat mir tatsächlich auch der Disclaimer an der Stelle gefehlt, das fand ich schade, weil natürlich, also mir war klar, als ich das gesehen habe, war ich so, oh nein, ja, das gibt Ärger. Okay, gut, aber wer das sehen will, bei ihm auf Instagram, erklärt das halt auch nochmal in einem Video. Wie gesagt, das ist schon Jahre alt, also das macht er schon lange so und hat damit selber einfach gute Erfahrungen gemacht. Gut, ihm. Gucken wir einfach mal in den dritten großen Punkt. Und das ist ein Video, was wir uns anschauen wollten. Meine Analyse zu den Pferdeprofis. Weil was man immer denselben Fehler macht, und den macht auch die Dame in dem Format, ist das Verhalten gleichzusetzen mit einem kleinen, verzogenen Kind. Okay. Du hast das Verhalten zu deinem Pferd mit deinem kleinen, verzogenen Kind in der Serie dargestellt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was könnte er damit meinen? Bin ich jetzt auch überfragt, ehrlich gesagt. Okay, also hier ist vielleicht einfach so der Eindruck mit der Zeit vielleicht entstanden, aber ich habe es auch nicht gesehen. Also wenn ihr es selber gesehen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Weiß ich gerade nicht, was er damit meint. Okay, gucken wir mal weiter. Ganz schlecht und falsch. Was aber dabei fehlt, ist eine Ursachenanalyse. Das ist das Problem, dass sich das Pferd losreißt einerseits. Bei der Ursachenanalyse, so, fehlte die? Ging das ins Blaue hinein? Was ist passiert? Also kann ich jetzt nicht bestätigen. Er hatte sich ja vorher ausdrücklich ein Bild davon gemacht, was das Problem ist. Eben, dass es zum Beispiel nicht damit begründet war, dass sie schlechte Erfahrungen im Hänger gemacht hat, dass sie vorher irgendwas erlebt hat, ein Trauma oder wie auch immer. Und dass es wirklich nicht die Angst war, die sie daran gehindert hat, in den Hänger einzusteigen, sondern dass es halt auch sehr viel daran lag, dass ich ihr nicht zu verstehen geben konnte, dass das eigentlich gar kein Problem darstellt. Also bei mir hat eben auch die Sicherheit, oder ich habe eben nicht die Sicherheit ausgestrahlt und die Führungskompetenz, um sie davon
zu überzeugen. Und das, was wir schon erwähnt hatten, das erlernte Verhalten Jahre schon davor, ne, was sie sich angewöhnt hat, dass das halt das Hauptproblem war. So viel zur Ursachenforschung. Auf die Angst gehen wir auch gleich noch ein, weil dazu sagt er jetzt auch gleich noch mal was. Später, dass das Pferd steigt, dass das Pony das mit viel Nachdruck macht. Wann macht man das mit viel Nachdruck? Wenn man Angst hat. Wo man erkennt, dass das Pferd Angst hat, Todesangst hat, weil sich das Pferd, wenn es kann, schräg von Hänger gestellt hat. Das System rutscht. Okay, das finde ich jetzt, also das ist jetzt ein Punkt, dass er sagt, es hat definitiv was mit Angst zu tun. Was ich insofern spannend finde, das aus den 20 Minuten herauszulesen, weil ich denke, das kann man aus diesen 20 Minuten gar nicht differenziert sehen, weil halt die Vorgeschichte dazu halt fehlt. Wir hatten uns das in dem ersten Video auch einmal kurz angesehen, das würde ich mir jetzt auch gleich gerne nochmal kurz mit dir anschauen, nämlich zum Thema Angst, Pferd geht nämlich mit einem Futtereimer durchaus auf den Hänger, so was wir gesehen haben. Und wenn ein Pferd jetzt Angst zeigen würde, dann würde es zusehen, dass es möglichst Abstand zum Hänger bewahrt und vielleicht guckt so, oh, komme ich da irgendwie ran an das Ganze. Mhm. Aber eher dieses Verhalten sieht man halt eher nicht. Also dieses der Hänger selber ist jetzt nicht der Aggressor, sage ich jetzt mal. Und ein Pferd ist ja ein Fluchttier und versucht, wenn dann, ja, schlagartig via Haken möglichst schnell wegzukommen von der Gefahrenquelle. Und ich glaube schon, dass sie schneller könnte, wenn sie wollen würde. Oder? Definitiv, also, das hat sie ja ausdrücklich auch gezeigt. Ne? Ja, genau. Während ich halt auch zum Beispiel das, was viele als Steigen wahrnehmen, du kennst dein Pferd da besser, nicht als Steigen wahrnehme, sondern halt eher so ein, oh, ich muss meine Vorderbeine irgendwie sortieren und hier wieder dahin kommen und eher in ein bisschen Hüpfen kommen, aber jetzt nicht unbedingt in ein panisches Steigen, so hätte ich jetzt nicht so interpretiert. Ja, das war auch natürlich dem geschuldet, dass sie in der Vergangenheit als Schulpony eher weniger gelernt hat, nachzugeben. Also Druck zu weichen, egal ob es jetzt ja, die Schulter verschieben war oder generell. Und sie wusste halt in der Situation aber nicht, wohin mit sich, ne? Und hat das dann halt eben so gezeigt. Ja, oder sich halt ins Halfter mit reingehängt. Genau, ne? Also ohne dass er überhaupt an dem Seil gezogen hat. Er hat es einfach nur wirklich stabil in der Hand gehabt und sie selber hat sich da so gegengelehnt, weil sie erstmal auf den Druck vom Seil oder vom Halfter mit Gegendruck reagiert hat. Ganz, 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 ganz typisches Pferdeverhalten, was ja Pferde auch erstmal lernen müssen, auf physischen Druck erstmal zu weichen. Also es ist kein natürliches Verhalten, auf physischen Druck jetzt unbedingt zu weichen. Eher im Gegenteil, tatsächlich gerade im Genick, ne, vielleicht mal ein kleines Hintergrundwissen an der Stelle, wenn Pferde halt von Raubtieren angegriffen werden und halt gerade hinter den Ohren gepackt werden, versuchen sie möglichst nicht, sich loszureißen oder so, weil nämlich eine große, große Wunde im Genick sie zwar überleben lässt, aber nicht lange genug, um noch ein vernünftiges Leben weiterführen zu können, sondern sie würden halt, entschuldige die Ausdrucksweise, aber elendig verrecken, sodass die Pferde eher dazu neigen, gerade bei dem Druck gegenzuhalten und zu sagen, okay, mach schnell. So, daher kommt das übrigens, dass Pferde, wenn sie merken, weil wir fragen uns auch immer, nehmen wir Anbinder, erschrecken sich, warum hängen die sich so ins Halfter rein, genauso halt auch in der Situation, warum hängen die sich da so rein, wenn sie es halt nie gelernt haben, darauf mit Entspannung dann zu reagieren, dann ist das ein total typisches Verhalten, was ich jetzt nicht in eine Todesangst reininterpretieren würde. Was aber vielleicht in diesen kleinen Sekunden so rüberkommen könnte, ich habe jetzt von dir super viel gelernt und habe damit leider, also was heißt leider, aber ich habe damit jetzt auch ein anderes Bild davon. Aber hier, finde ich, könnten wir das nochmal gut ins Licht drücken. So, ne? Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, wenn ich nur diese Bilder zur Verfügung gehabt hätte, dass für mich dann halt auch ein ganz anderes Bild entstanden wäre. Also in dem Fall kann man den Zuschauern keinen Vorwurf machen. Sie können ja nur das beurteilen, was sie in der Sendung gesehen haben. Und dass das eben nicht die ganze Geschichte abbilden kann, ist in so einem Format auf jeden Fall ja, logisch. Ja, lässt sich nicht unterbringen. Ne? Okay, schauen wir uns das nächste an. Zum Thema Todesangst oder sehr, sehr große Angst vom Hänger, das hatten wir auch im ersten Video schon noch einmal drin. Sie gingen ja mit einem Futtereimer auf den Hänger. Also der Hänger selber ist jetzt nicht
die Panikstelle fürs Pferd. Ne? Also hier kann man eigentlich schön sehen, wie sie so, ah ja, was ist das? Ne? Ach ja, okay, gut, gehen wir dem immer mal hinterher. Würde sie ja nicht machen, wenn die Umgebung so unheimlich grausam wäre, dass sie da auf gar keinen Fall drauf gehen würde. Also ich finde, das sieht man hier eigentlich nochmal schön, dass das eher nicht das Problem war. Ne? Außerdem halt auch das Fluchtverhalten, ne? Eher, oh Gott, da ist was Schlimmes, Haken schlagen, schnell weg. Aber man sieht eigentlich auch immer sehr schön, wenn sie sich losgerissen hat, war das halt mit Kraft, okay, gut, ich gehe jetzt. Ne? Und relativ gemächlich eigentlich. Ja. Also Energiesparer-Pony. Auf jeden Fall, da kenne ich sie wieder. Genau, also mit Todesangst. Also ich meine, auch wenn man jetzt die Hintergrundinformation hat, also dass sie absolutes Verlasswert im Gelände ist, dass ich eigentlich kaum eine Situation habe, die sie irgendwie beeindrucken konnte, sehe ich da auch keine Todesangst oder generell Angst. Ja, der Grund dahinter war halt dann eher dieses erlernte Verhaltensmuster, was ich jetzt auch in der Show ein bisschen zu wenig fand tatsächlich, dass das nicht nochmal thematisiert wurde. So, hey, gucke mal, die ist schon durch mehrere Hände gegangen, war Schulpony und hat da dementsprechend sich solche Verhaltensmuster angewöhnt, die man erstmal durchbrechen muss wieder. Das fand ich persönlich auch zu kurz. So, aber jetzt so, was ich bei dir gesehen habe im Training, fand ich es wiederum schön aufgearbeitet. So. Wer das nochmal im Großen sehen möchte, in den ersten Teil reinschauen. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns die nächste Frage an. Oder den nächsten Kommentar vielmehr, die nächste Kritik. Wozu soll ein Pferd in einen fahrenden Hänger rein? Wenn er das als Show macht, ist es seine Sache, aber für normalen Reiter total unnötig und mit zu viel Risiko für Verletzungen verbunden. Ja, berechtigte Frage. Braucht man das? Also ich muss zugeben, dass ich, seitdem wir aus einer Drehfalle zurück sind, auch nicht irgendwelchen fahrenden Hängern hinterherhetzen muss mit meinem Pony. Aber es sollte halt einfach verdeutlichen, dass so viel passiert ist in den Wochen und dass wirklich Schritt für Schritt davor gegangen ist und so allmählich ihre Gründe, warum sie nicht auf den Hänger gehen wollte, abgebaut wurden. Sodass sie selbst, obwohl sie ja sonst vorher Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, nicht auf den Hänger gehen zu müssen, das einfach mal verdeutlichen sollte, dass das eben auch möglich war. Und ja, also über die Sinnhaftigkeit lässt sich sicherlich streiten, aber ja. Es ist ja trotzdem, auch wenn es jetzt in dem Kommentar jetzt hier hieß, mit dem, hey, ja, für eine Show kann man das ja machen, aber es ist ja eine Show. Ja. Also es läuft auf Walks. Ja, und es ist ja nicht so, dass das Pony nicht darauf vorbereitet wurde. Ne? Also genau. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, wir schnappen jetzt einen Hänger und probieren das einfach mal aus, sondern sie wurde Schritt für Schritt daran geführt. Und wenn ich nicht selber davon überzeugt gewesen wäre, dass meinem Pony nicht schadet, dann hätte ich mich da ja auch nicht drauf eingelassen. Ja, eben. Ne? Also ich meine, da steckt ja sehr, sehr viel dahinter letztendlich an Vorbereitung. Und ich persönlich würde jetzt auch sagen, okay, braucht man nicht. Es gibt so viele Sachen, die man eigentlich nicht unbedingt braucht, die aber cool sind, schön zu zeigen. Darüber kann man sich streiten für seinen Alltag, zur Verdeutlichung. Und im Hinblick darauf, dass es eine TV-Show ist, ist es etwas, hey, guck mal, das kann man einem Pferd beibringen. Über Sinn und Unsinn kann man streiten. Auf jeden Fall. Ne? Aber gut. Gucken wir uns jetzt also noch den letzten Kommentar an, beziehungsweise es ist eigentlich kein Kommentar, sondern es ist Teil eines offenen Briefes, nämlich von Babette Teschen, die einen offenen Brief an Martin Rütter geschrieben hat, wo sie mehrere Sachen kritisiert. Wir wollen jetzt auf eine Sache mal konkret nochmal eingehen und ja, hören wir mal rein. Frage: Wenn das Pferd am Ende doch so viel Vertrauen hat, dass es ach so spektakulär in den fahrenden Anhänger geritten werden kann, was für ein Schwachsinn, Entschuldigung. Warum müssen Weinzielhelfer dann stickschwingend hinter dem Pferd hinterherlaufen? Ja, stickschwingend hinterherlaufen habe ich gar nicht gesehen, aber du hattest nochmal einen Screenshot gemacht davon, genau, ich glaube, wo man es nochmal kurz sehen kann. Ich glaube, lieber bezieht sich auf diese Situation. Ah, okay. Nochmal zum Hintergrund. Vorher wird Sierra von der Co-Trainerin ja in den Hänger geritten und da werde ich gefragt, ob ich das halt eben auch ausprobieren möchte mit meinem Pony.
Und dann haben wir auch direkt losgelegt. Und kurz bevor ich auf den Hänger raufgeritten bin, ist mir das Tongerät aus der Tasche gefallen. Ach. Ich hatte ja hinten ein Tongerät in der Hosentasche. Davon gibt es ja auch eine Aufnahme tatsächlich, die gar nicht im TV zu sehen war. Ne? Das können wir uns ja mal anschauen, wie das dann ablief. Genau, also hier sieht man quasi meinen ersten Versuch, mit ihr auf den Hänger zu reiten. Warum hört der Hänger jetzt auf zu fahren und warum gehen wir nicht rauf? Weil das Tongerät aus der Hosentasche gefallen ist. Ja, da wickelt er jetzt auch gleich wieder mit nochmal auf, ne, nochmal rein. Genau. Natürlich wollten wir dann jetzt im Hochsommer nicht noch 50 andere Aufnahmen machen, wie sie dann auf dem Hänger geht. Also wir wollten halt schon, dass es jetzt auch im Kasten ist und deswegen haben die Helfer sich dazu gestellt. Aber man hat ja auch an der Sequenz mit der Co-Trainerin gesehen, dass es auch ohne Helfer möglich gewesen ist. Ja, genau. Und so viel kam da jetzt auch gar nicht so an. Also ich habe es gar nicht wahrgenommen. Als ich das gelesen hatte, war ich so, warte mal, was ist passiert? So, sodass halt ja eine Art Führung letztendlich halt auch da war. Und ich persönlich finde das auch gut, dass das halt nicht jetzt noch 50.000 Mal gemacht wird, sondern halt, okay, komm, einmal für die Aufnahme, damit wir was drin haben. Wir wissen, dass es funktioniert. Ja. Also es ging ja nicht darum, dir irgendwas zu beweisen, sondern es ging halt wiederum darum, in einer Show nochmal zu zeigen, ach ja, wir haben das wirklich soweit gut hinbekommen. Ja. Und halt um das Pferd im Hochsommer jetzt nicht nochmal da fünfmal hinterherrennen lassen zu müssen. So finde ich das sogar positiv. Aber wenn man natürlich nur das sieht und einem das dann auffällt, von wegen, oh Gott, da waren noch welche und haben die mussten hinterher treiben. Entsteht ein komisches Bild, ne? Ja, schade, weil eigentlich finde ich das Ergebnis schon cool, dass du da so weit wieder auf Vertrauen zu deinem Pferd schaffen konntest, wenn man mal bedenkt, hey, die hat dich vorher umgerannt, zu, okay, sie nimmt dich auf ihren Rücken und wir machen das jetzt noch zusammen. Ist schon schön. Ja, also super. Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, ist halt schade, wenn dann so ein Eindruck entsteht. Ja, das ist schade. Und mein Fazit auch an der Stelle so ist so, aus diesen 20 Minuten, die man dann sieht, entsteht ein Eindruck, den man durchaus kritisieren kann. Klar, keine Frage. Ne? Aber der nicht unbedingt der Realität entspricht. Ne? Und das eigentlich ist insgesamt für dich ja auch ein schönes Erlebnis, aber ich dich jetzt richtig verstanden habe. Ja, auf jeden Fall. Also es hat uns mega zusammengeschweißt und mir ja auch gezeigt, dass das wirklich nachhaltig war. Ich meine, ich sehe es jeden Tag in der Arbeit mit meinem Pony, dass wir da so gut dran anknüpfen konnten und dass das Training in Neudrehfall uns einfach geholfen hat, überhaupt einen Zugang wieder zu bekommen, dass wir eben diese erlernten, für sie erfolgreich gewesenen Verhaltensmuster durchbrechen konnten und jetzt eben nicht bei Phase 4 starten müssen, dass sie überhaupt sich in Bewegung setzt, sondern dass ich halt einfach viel feiner mit ihr kommunizieren kann und dass das einfach gar nicht mehr vorkommt. Ja, also würdest du sagen, dass du es bereust, hingegangen zu sein oder eher nicht? Auf keinen Fall. Also ich sehe es immer noch nach wie vor als super Erfahrung. Klar war ich jetzt nicht unbedingt scharf drauf, ja, in einem Fernsehformat mitzuspielen. Ich stehe eigentlich eher lieber hinter der Kamera, sage ich mal. Aber es war es absolut wert. Ja, damit würde ich sagen, schließen wir den zweiten Teil unserer Serie und gucken uns jetzt im dritten Teil nochmal den ganzen Thema Shitstorm an, weil das war die nicht so schöne Folge daraus, dass du da mitgemacht hast, so das, die Nachwehen sozusagen. Ja, da schaut gerne in den dritten Teil rein, schreibt gerne nochmal Fragen in die Kommentare rein und wir sehen uns gleich wieder und wir sehen uns im dritten Teil.